Meine sehr verehrten Damen und Herren, sehr herzlich willkommen zum zweiten Abend des Schweizerischen Instituts für Auslandforschung an der Universität Zürich in diesem Semester und trotz Covid. Ich freue mich sehr, dass Sie, wie bereits beim Auftritt von Ivan Krastev, wiederum sehr zahlreich hier erschienen sind. Und ganz besonders herzlich begrüße ich natürlich Herrn Peter Altmaier, Bundesminister AD der Bundesrepublik Deutschland, hier in dieser legendären Churchill-Aula. Willkommen, lieber Herr Altmaier, Ihr Hiersein ist uns Ehre und Freude. Und zum AD sage ich gleich noch was, aber zuerst mal jetzt ein großer Applaus. AD, wir wissen, es gibt auch Militärs, die so dann am Schluss in den Ruhestand treten, aber im Fall von Peter Altmaier heißt AD außerordentlich denkkräftig. Und davon werden wir später auch noch einige Beispiele kosten dürfen. Wir befinden uns, meine Damen und Herren, an einer Zeitenwende. Einen Monat nach dem 24. Februar ist diese Aussage bereits trivial. Sie ist selbstverständlich geworden und doch. Zugleich fällt es uns mit jedem Tag schwerer, die fürchterlichen Ereignisse, die sich vor den Augen der Weltöffentlichkeit abspielen, wahrzunehmen, einzuordnen und zu kommentieren. Putins brutaler Überfall auf die Ukraine, an den viele Beobachter bis zuletzt nicht glauben wollten, bringt nicht nur jede Sekunde unaussprechliches Leid, ersetzt auch das bisherige Narrativ der europäischen Nachkriegsordnung außer Kraft. Dieser erste Angriffskrieg auf einen souveränen Staat in Europa seit 1945 ist ein politisches und ein geopolitisches Menetekel der allergrößten Tragweite. Niemand weiß, was daraus noch folgen wird. Vor solchem Hintergrund wird es doppelt spannend sein, zu vernehmen, was uns Peter Altmaier aus langjähriger Erfahrung als Politiker, als Wirtschaftsfachmann, als Diplomat und Verhandler über Wirtschaft in Zeiten der Krisen zu sagen hat. Der ursprüngliche Untertitel lautete Chancen und Risiken für Europa. Wir haben ihn absichtlich nicht verändert. Die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt, aber natürlich wird es vorwiegend wohl auch um die Risiken gehen müssen und vielleicht das ja immerhin um Chancen einer entschlossenen Selbstbefreiung gegenüber der Abhängigkeit von einem Imperium, das uns wieder, muss man leider feststellen, wieder mit allen Mitteln das Fürchten lehren will. Peter Altmaier gehörte während 27 Jahren dem Deutschen Bundestag an, von 2018 bis 2021 leitete er das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie. Zuvor war er Chef des Bundeskanzleramts und Bundesminister für besondere Aufgaben. Der studierte Jurist wirkte zunächst übrigens auch in Brüssel in der Europäischen Kommission und pflegte damals sehr enge Beziehungen auch zu unserem Land, zum Beispiel im Zusammenhang mit dem EWR. Dass er zu den engsten Vertrauten von Angela Merkel gehört und eigentlich dies unbeschadet überstanden hat, mag die an das Referat anschließende Diskussion zusätzlich zu beleben. Lieber Herr Altmaier, nochmals ganz großen Dank.
Wir sind stolz und erfreut, dass Sie hier sind und freuen uns natürlich jetzt auf Ihr Referat. Ja, auch von meiner Seite ein herzliches Grüß Gott, sehr geehrter Herr Mayer, sehr geehrter Herr Frost, meine sehr verehrten Damen und Herren, Freunde und Förderer dieser altehrwürdigen Universität, aber auch natürlich Sie vor allen Dingen, die Studentinnen und Studenten, die wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, deren Leistung und deren Arbeit für unsere Zukunft, die wir nun dem Rentenalter entgegengehen, von ganz entscheidender Bedeutung sein wird. Und da darf ich, lieber Herr Mayer, etwas aufgreifen, was Sie gesagt haben. Sie haben gesagt, AD könnte man bei dem einen oder anderen als außerordentlich denkkräftig übersetzen. Und wenn ich Ihnen ein Betriebsgeheimnis verraten darf aus langen Jahren politischer Tätigkeit, denken können Sie eigentlich gar nicht genug. Und das größte Unheil geschieht meistens dann, wenn bedeutende Politiker, ich habe jetzt keinen besonderen und keinen persönlichen im Verdacht, aber natürlich kommt es häufiger vor, die Interviews alle selber machen, aber das Denken outsourcen an ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, weil es einfach dann auch dazu kommt, dass falsche Entscheidungen getroffen werden. Ein Interview mit Konrad Adenauer, dem ersten deutschen Bundeskanzler, als er schon 90 Jahre alt war, da hat er gesagt, auf eine Frage, ob denn Politik nicht doch sehr schwierig sei. Sagt er, ja, sagte er, die meisten Fragen sind ganz unglaublich schwierig. Sie müssen darüber nachdenken und je öfter Sie darüber nachdenken, desto schwieriger werden sie. Und wenn Sie dann lange genug darüber nachgedacht haben, dann wird es plötzlich ganz einfach. Und das hat Konrad Adenauer befähigt, der deutschen Politik nach einem Jahrhundert voller Irrungen und Wirrungen mit schrecklichen Folgen für unsere Nachbarn in Europa, dann einen Kompass zu geben, der bis heute Gültigkeit hat. Die Westintegration, die Integration in die Europäische Union und in die Europäische Gemeinschaft und vor allen Dingen die bedingungslose Hinwendung zu Demokratie und offener Gesellschaft, die wir vielleicht ohne ihn in dieser Form nicht geschafft hätten. Ich bedanke mich für die Einladung ganz herzlich. Und wie Sie gesagt haben, Herr Mayer, on revient toujours à ses premiers amours. Ich war in meinem früheren Leben Beamter der Europäischen Kommission, dort zuständig für das freizügigkeitsspezifische Sozialrecht. Ich durfte hier in Bern verhandeln mit dem Schweizerischen Bundesamt für Sozialversicherung über die Anpassungen der Verordnung 1408 aus 71 und einiger anderer. Es ging um Rentenversicherung, Krankenversicherung, Unfallversicherung, Kindergeld, alles was mit Saisonniers und Frontaliers und Gastarbeitern zu tun hat. Und ich habe seither immer wieder viel in der Schweiz gelernt. Das begann damit, dass ich den Bundesrat, den ehemaligen Bundesrat Tschudi, habe persönlich kennenlernen in Lausanne bei einer ähnlichen Veranstaltung Anfang der 90er Jahre. Eine außerordentlich eindrucksvolle und würdige Persönlichkeit, der für die schweizerische Sozialversicherung gar nicht zu überschätzende Verdienste sich erworben hat. Ich habe später als Umweltminister mit Doris Leuthard sehr eng zusammengearbeitet und sie hat mich, als ich Wirtschaftsminister war, auf meinem Ministerbalkon, dem schönsten Ministerbalkon in Berlin, zu Kaffee und Kuchen besucht. Mit Guy Parmelin, als ich Wirtschaftsminister war. So haben viele Kolleginnen und Kollegen aus der Schweiz meinen Lebensweg begleitet. Ich habe viel mehr gelernt, als dass ich gelehrt hätte. Und das sehe ich als einen großen Gewinn meiner Arbeit an. Ich habe das nie verstanden. Ich war mal geschäftsführender Finanzminister und einer meiner Vorgänger in dem Amt des Finanzministeriums, also nicht Herr Schäuble, sondern es liegt noch ein bisschen weiter zurück, der wollte mal die Kavallerie zu Ihnen schicken. Ich meine, nun muss man ja nicht die Genialität jeder schweizerischen Entscheidung sofort verstehen. Bei manchen, wie bei uns, dauert es vielleicht länger, bis der Groschen gefallen ist. Aber dass man für eine Schlagzeile in der
innenpolitischen Debatte sich abarbeitet an Ländern wie der Schweiz oder Luxemburg, wo gerade die Schweiz seit 500 Jahren gezeigt hat, dass sie Staatlichkeit erfolgreicher als jedes andere Land in Europa zu bewahren und zu entwickeln weiß. Das habe ich nicht verstanden. Und ich glaube, wir werden auch nur dann so gut werden wie die Schweiz, wenn wir zu der Erkenntnis kommen, dass nicht die Größe eines Landes das Entscheidende ist, sondern die Frage, wie es mit seinen Herausforderungen umgeht. Und vor diesen Herausforderungen stehen wir. Sie haben, lieber Herr Mayer, Winston Churchill genannt. Ich habe ihn leider nicht mehr persönlich kennengelernt. Ich war 8 Jahre, als er starb. Aber die Rede hat mich fasziniert. Ich habe sie nachgelesen. Ich habe darüber nachgedacht. Ich habe mich viel mit Winston Churchill beschäftigt. Er wollte im Grunde genommen in seiner letzten Lebensphase 2 große Dinge erreichen. Nämlich auf der einen Seite verhindern, dass der Kommunismus als Folge des Sieges über Nazi-Deutschland ganz Europa und die halbe Welt erfasst. Zweitens wollte er einen dritten Weltkrieg unbedingt verhindern, weil er überzeugt war, es würde der letzte sein. Und drittens hat er als Mittel der Wahl zur Erreichung dieser Ziele die Vereinigten Staaten von Europa angeregt. Wenn wir heute, 77 Jahre nach dieser Rede, Bilanz ziehen und fragen, was davon hat er erreicht, so muss man sagen, eigentlich alles. Die Europäische Union, auch wenn die Schweiz aus sehr nachvollziehbaren Gründen dort nicht Mitglied ist und auch nicht dem EWR beigetreten ist, aber diese Europäische Union hat Europa stabilisiert, hat Europa zu einem Wohlstandsbeispiel gemacht mit weltweiter Anziehungskraft, hat gezeigt, dass Freiheit und Wohlstand eben nicht ein Gegensatz sind, sondern oft Hand in Hand gehen. Der Kommunismus hat sich bereits vor rund 30 Jahren in Europa zerbröselt. Er ist heute noch zu finden in Nordkorea und einigen anderen Reservaten, aber als Gesellschaftsmodell hat er seine Anziehungskraft eingebüßt. Und doch, wenn wir ehrlich sind, obwohl diese Erfolgsbilanz so unglaublich eindrucksvoll ist und obwohl Winston Churchill sicherlich mit seiner Rede dazu beigetragen hat, Menschen für Europa zu begeistern und zu enthusiasmieren, stehen wir heute verzweifelt, ratlos und in weiten Teilen leider Gottes auch hilflos vor einer neuen Zivilisationskatastrophe, die, und da sind sich alle einig, nie hätte stattfinden dürfen und die Politik in Europa, Sie haben das gesagt, Herr Mayer, nicht nur in der Schweiz, sondern überall verändern wird. Es ist die größte Zivilisationskatastrophe seit dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg. Es ist vielleicht nicht der größte Krieg, aber wenn man sieht, wie dieser Krieg geführt wird, wenn man sieht, wie viel Opfer er in der Zivilbevölkerung bereits gefordert hat, dann fühlen wir uns zurückversetzt in die schlimmsten Zeiten des Zweiten Weltkrieges. Und dieser Angriffskrieg, den Putin vom Zaun gebrochen hat, ohne Not und vor allen Dingen ohne Begründung, kann für Angriffskriege eigentlich überhaupt keine Begründungen geben. Dieser Krieg ist eine Urerfahrung, die viele von unseren Bürgerinnen und Bürgern vor ganz neue Fragen und Antworten stellt. Und wir müssen jetzt vor allen Dingen auf eines achten, dass wir zum einen nicht unter der Messlatte durchlaufen, sondern adäquat reagieren. Aber zum anderen müssen wir uns die Dinge auch so schwer machen, dass wir nicht aus den guten Motivationen, die alle umtreiben, Dinge machen, die am Ende die geostrategische Situation eher komplizieren als verbessern. Darüber möchte ich gerne mit Ihnen diskutieren. Konrad Adenauer hat, wir haben ja im Zeitalter des Kalten Krieges viele ähnliche, aber nicht so schlimme Erfahrungen gemacht. 1953 in Ost-Berlin mit dem Arbeiteraufstand blutig niedergeschlagen von den Panzern der Roten Armee. 1956 in Ungarn durch den Einmarsch der Roten Armee niedergeschlagen, Warschauer Pakt in Prag 1968. Und dennoch, das alles kommt aus grauer Vorzeit. Das alles ist geschehen, als wir Schüler waren
oder die Älteren von Ihnen Studentinnen und Studenten. Und heute erleben wir, oder heute erleben unsere Kinder und Enkelkinder, dass sich in bestimmten Teilen Europas nichts geändert hat und dass wir eher einen Rückfall in Barbarei erleben. Und deshalb ist es natürlich ganz entscheidend, dass wir uns die Frage stellen, was können wir denn tun? Was können wir tun? Und ich bin genau wie Sie gerührt, wenn Gebäude angestrahlt werden in ukrainischen Nationalfarben. Ich bin gerührt, wenn Künstler und andere sich engagieren, weil es zeigt, dass unsere westliche Gesellschaft zusammenhält und dass wir alle in gewisser Weise auch Ukrainer sind. Und trotzdem hört davon alleine das Morden nicht auf. Und deshalb muss man überlegen, welchen Handlungsspielraum haben wir denn? Und die Alternativen, die Sie uns stellen, sind allesamt nicht einfach. Aber deshalb muss trotzdem darüber geredet werden und auch von Ihnen, auch von anderen Ländern in Europa, nicht nur von Deutschland, Frankreich und Großbritannien. Es geht um eine Schicksalsfrage für uns, politisch, aber auch wirtschaftlich. Und diese Schicksalsfrage können wir nur gemeinsam beantworten, weil wir gemeinsam die Verantwortung tragen für das, was es an Weiterungen mit sich bringt. Wenn ich mir manchmal die Debatte anschaue, und dann habe ich das Gefühl, dass wir uns in einer Cancel Culture verlieren. Dass nicht nur in diesem Fall, sondern in fast allen Fällen man sehr schnell dabei ist zu sagen, alles, was vorher geschehen ist, war falsch, ohne zu sagen, wie es denn für die Zukunft richtig sein soll. Und die Geraden kreuzen sich in der Unendlichkeit, aber politische Handlungsalternativen im Hier und Jetzt. Und als mir neulich ein Vertreter eines sehr seriösen Blattes sagte, Herr Altmaier, Sie hätten es doch kommen sehen müssen, es war doch alles bekannt, lag doch alles auf dem Tisch, warum haben Sie nicht reagiert? Habe ich gesagt, ja. Und wenn wir jetzt darüber diskutieren, wie die Sicherheitslage von Taiwan ist, mit dem großen Nachbar China, und ob da möglicherweise etwas Ähnliches geschehen könnte wie hier, was würden Sie uns denn jetzt empfehlen, was wir tun sollen? Jetzt müssen die Abhängigkeiten beenden. Aha, von Russland, von China. Und wenn Herr Trump wieder Präsident der Vereinigten Staaten wird, vielleicht auch von den USA, so waren ja die Diskussionen schon einmal vor einigen Jahren. Und deshalb, meine sehr verehrten Damen und Herren, müssen wir lernen, wieder über geostrategische Alternativen nachzudenken und zu diskutieren. Dazu brauchen wir, lieber Herr Mayer, solche Institutionen wie Ihr Institut, wie das SIAF. Dazu brauchen wir Akademiker und intellektuelle Journalisten, aber natürlich ganz besonders auch die Politiker, die die Verantwortlichkeit haben, das zuzuspitzen und auf Lösungen hinzuführen. Die Ukrainer sind auch deshalb für uns so ein Menetekel und eine Anklage gegen jeden Einzelnen von uns, auch zu Recht. Weil dieses tapfere und brave Volk, das ärmste in Europa, gemeinsam mit Moldawien. Ich war 4-mal im Laufe meiner politischen Karriere in Kiew. Ich habe einmal mit der deutschen Wirtschaft gesprochen und sie sagten zu mir, die finden hier keine Arbeitsplätze, weil die ganzen jungen Ukrainer alle in Polen beschäftigt sind, weil die ganzen jungen Polen alle in Deutschland, Frankreich und Vereinigten Königreich beschäftigt sind. Das ist so ein Substitutionseffekt. Und nun gibt es keine Facharbeiter in der Ukraine mehr. Da sagte ich, ja, dann nehmt doch welche aus Weißrussland. Keine Chance, das Lohnniveau ist dort viel höher. Dann nehmt doch welche aus Kasachstan, da ist das Lohnniveau auch höher. Wir haben außer in Moldawien, in Moldau und in der Ukraine kein Land mit einem ähnlich niedrigen Lebensstandard, wo es den Menschen ähnlich schlecht geht. Bei meinem ersten Besuch 2007, da war ich Staatssekretär im Bundesinnenministerium, da ging es um Sicherheitspolitik, war ich beeindruckt, wie viele große deutsche Autos dort im Straßenverkehr in Kiew zu sehen waren. Phaetons und 7er BMWs und Mercedes S-Klasse und was es alles gab, Audi A8. Und dann sagte ich zu meiner Begleiterin, ich hätte nicht gedacht, dass es hier schon so einen Wohlstand gibt. Sagte sie, ja, aber schauen Sie mal bitte in den Schnee. Sehen Sie diese blassen Flecken da?
Das sind die Ausrufe von Tuberkulose. Wir haben hier die höchste Tuberkuloserate mit in der ganzen Welt, weil das Gesundheitswesen das nicht leisten kann. Es sind einige wenige, ganz besonders reich, nicht nur die Oligarchen, und ganz viele andere, ganz besonders arm. Und diese Menschen haben das ertragen und sie haben trotzdem ihre europäischen Werte bewahrt. Sie haben sie entwickelt und vielleicht sind sie heute sogar in vielen Dingen bessere Europäer als wir, die wir im Laufe der Zeit auch satt und bequem geworden sind. Und deshalb überrascht es mich auch nicht, dass viele gerne die alten Diskussionen fortführen wollen, nämlich über die Frage, warum der oder die oder jener immer schon Unrecht hatten und falsch gehandelt haben, als sich mit der Frage zu beschäftigen, was können wir denn eigentlich tun? Und da hat gerade auch mein eigenes Land Deutschland sehr viel, was es tun kann. Ich glaube, dass die humanitäre Hilfe für die Flüchtlinge ganz entscheidend wichtig ist. Wir müssen uns aber auch die Frage stellen, wie wir uns die Versorgung von 40 Millionen Ukrainerinnen und Ukrainern vorstellen. Wir werden dort dramatische Zustände haben bei der medizinischen, bei der sanitären, bei der Versorgung mit Lebensmitteln, die nicht in der Ukraine hergestellt werden. Je nachdem, wie lange dieser Krieg dauert, werden wir über andere Dimensionen reden müssen bei der Lieferung von Waffen. Richtig ist auch, dass wir immer ausgeschlossen haben, zu intervenieren in einem Land, das kein NATO-Land ist. Das haben wir nicht getan aus Arroganz oder Hochmut, sondern weil die Generation derer, die den Zweiten Weltkrieg erlebt hatten und sich geschworen haben, es darf keinen Dritten geben in unserer Lebensspanne und Verantwortung, weil es vielleicht der Letzte ist, in einer ideologieübergreifenden Koalition zwischen den Vertretern des damaligen Ostblocks und des damaligen Westens zu einem gleichgerichteten Handeln kamen, obwohl es darüber keinen Vertrag und keine Absprachen gibt, nämlich dass man nicht interveniert, wenn etwas geschieht im Bereich des Warschauer Pakts, als es den noch gab, und dass umgekehrt die Sowjetunion, als es sie noch gab, nicht im Bereich der NATO interveniert, um eine Eskalationsspirale zu verhindern, die nachher niemand mehr in den Griff bekommen kann. Und deshalb ist es vielleicht kein Zufall, dass ausgerechnet Joe Biden, der amerikanische Präsident, der für die Ukraine mehr getan hat, als öffentlich bekannt ist, dass ausgerechnet Joe Biden gesagt hat vom allerersten Tag an, wenn ein Krieg ausbricht, wir werden keine amerikanischen Truppen dort auf das Territorium entsenden, weil es eben diese Verantwortung für den Weltfrieden gibt. Und ich habe vorhin Adenauer zitiert, gibt ein Bonmot, ich weiß nicht, ob es sich so zugetragen hat. 1961 wurde die Berliner Mauer gebaut, mitten durch Berlin eine Mauer mit Stacheldraht und Beton. Menschen wurden erschossen, andere ihrer Freizügigkeit beraubt. Und Adenauer hat damals die Bundestagswahl fast verloren, die ein paar Wochen später stattfand, im September, weil er tagelang gezögert hat, nach Berlin zu fahren, um dort mit dem regierenden Bürgermeister Willy Brandt und den Demonstranten, den Bürgerinnen und Bürgern, ein klares Signal zu setzen. Und hat ihn angeblich die Sekretärin gefragt, aber Herr Bundeskanzler, ich verstehe nicht, warum Sie so lange zögern. Sie haben doch immer gesagt, die Freiheit des Westens wird in Berlin verteidigt. Und dann soll er gesagt haben, Fräulein sowieso, ich weiß nicht, ob ich noch meiner Meinung bin. Und das ist das, was ich meine unter Verantwortung als Politiker für die Konsequenzen des eigenen Handels. Darüber wird mir zu wenig geschrieben, darüber wird mir zu wenig gesprochen. Und das Zweite ist, es ist leicht, etwas zu verteufeln, aber man kann die Handlungen immer aus der Situation heraus beurteilen. Und die Frage ist, ob man dann alles über George Orwell, 1984, alles neu bewerten muss, wenn sich die äußeren Umstände geändert haben. Und zwar nicht für die Zukunft, das ist normal, sondern rückwirkend. Willy Brandt, er gehörte nicht meiner Partei an. Aber Willy Brandt hat den Friedensnobelpreis gewonnen, weil er 2 Jahre nach dem Einmarsch des Warschauer Pakts in Prag gesagt hat, wir müssen miteinander reden. Wir müssen Entspannungspolitik machen. Wir müssen Wandel durch Annäherung betreiben. Die KSZE-Schlussakte
von Helsinki war das Ergebnis dieser Politik. Er hat, ich habe es bereits gesagt, den Nobelpreis bekommen dafür. Und wir haben ihn bewundert. Meine eigene Partei hat ihn einige Jahre lang bekämpft, bis sie eingesehen hat, dass 1989 der Fall der Mauer und die Wiedervereinigung Europas vielleicht nicht so leicht und nicht so schnell gekommen wäre, wenn es eben nicht die 20 Jahre davor gegeben hätte, mit einer Annäherung über die Blockgrenzen und Paktgrenzen hinweg. Hätte Willy Brandt 1970 wissen müssen oder können, was 2014 und 2022 von Herrn Putin verantwortet wird? Wie weit wollen wir die Dinge zurückverfolgen? Und vor allen Dingen, sind wir denn tatsächlich auch bereit, wenn wir jetzt bestimmte Entscheidungen treffen, dafür in jeder Konsequenz die Verantwortung zu übernehmen? Viele tun so, als hätten wir 2014 nicht reagiert. Ich war damals Kanzleramtschef, ich war Chef der nachrichtendienstlichen Lage. Wir haben uns jeden Tag mit diesen Fragen beschäftigt. Und damals sind Sanktionen verabschiedet worden, die bis heute Gültigkeit haben. Mein französischer Kollege rief mich an aus dem Élysée und sagte mir, du, ich habe ein Problem. Wir haben für Russland 2 Flugzeugträger gebaut, wert über 3 Milliarden Euro. Diese Flugzeugträger sind fertig und die russische Marine ist in Marseille, um sie abzuholen. Was soll ich denn machen? Die muss ich denen doch geben. Da habe ich gesagt, das ist eure Entscheidung, das ist nicht unsere. Ihr müsst es wissen, aber es ist eine Entscheidung, die man begründen muss. Und ich war sehr stolz, nicht weil ich das gesagt habe, das hatte damit überhaupt nichts zu tun, sondern weil es dann eine Debatte gab in der französischen Regierung und die Flugzeugträger wurden nie ausgeliefert. Und sie wurden für einen Bruchteil des Preises dann an Ägypten, einer zumindest, weiterverkauft, wo er bis heute gute Dienste leistet. Ich musste daran denken, als wir im November noch ganz schnell vor der neuen Bundesregierung, während der Koalitionsverhandlungen, mit Billigung des Koalitionspartners, des damaligen, von der SPD, sonst wäre es ja wohl nicht gegangen, aber das sind alles keine öffentlichen Vorgänge, wir haben damals noch entschieden, ein Rüstungsexportprojekt nach Ägypten zu genehmigen, was heftig umstritten war in der deutschen Innenpolitik. Aber meine Damen und Herren, als Sisi, der Präsident, mit all seinen Fehlern und Schwächen und vorwerfbaren Seiten und Eigenschaften, die er hat sich mutig und entschlossen und auch erfolgreich dem IS entgegengestellt, als der IS noch eine militärische Größe im Nahen Osten war. Und er sieht sich seit Jahren jeden Tag dem Angebot russischer Waffenhilfe ausgesetzt, weil Putin überall dort, wo die Sowjetunion die glorreiche schon einmal war, in Syrien, in Ägypten, in Libyen, überall dort noch einmal den Glanz des Imperiums retablieren möchte. Und dann sollen wir sagen, das interessiert uns alles nicht. Lass das doch machen. Wir wollen in den Spiegel schauen können. Ich glaube, das ist in der praktischen Politik keine vernünftige Geschichte. So, und nun stellt sich uns die Frage, und die werden wir beantworten müssen, und deshalb verliere ich dazu noch 2 Sätze, wie es denn weitergeht. Waren die Sanktionen, die wir beschlossen haben, genug? Der Rubel ist zunächst eingebrochen und hat sich dann wieder erholt. Und viele sagen, ja, das hängt ja auch damit zusammen, dass die Energieexporte weitergehen, dass die Energieexporte eben nicht eingestellt wurden. Unsere Freunde in der Ukraine sagen, bitte kauft kein russisches Gas, Öl oder Kohle mehr. Viele Osteuropäer sagen es auch. Und darüber muss auf Ebene der Europäischen Union geredet werden. Aber auch hier war es nicht immer und von Anfang an so eindeutig. Der Einzige, der sagte, ihr dürft kein russisches Gas kaufen, gar kein Gas, war der amerikanische Präsident Donald Trump. Ich war in Washington am 2. Tag meiner Amtszeit als Wirtschaftsminister und habe mit meinen Kollegen dort gesprochen. Und der größte Wunsch war, kauft unser Fracking-Gas, Shell-Gas. Das war in der Frage der Stahl- und Aluminiumzölle, war das ein wichtiges Thema. Ich habe gesagt, ich würde es ja gerne kaufen, aber es ist zu teuer. Und das wusste natürlich Donald Trump als Geschäftsmann auch, dass Pipeline-Gas immer günstiger ist als LNG-Gas.
So, und deshalb hätte er es am liebsten gesehen, wir hätten gar kein Pipeline-Gas gekauft, aus Prinzip heraus nicht. Aber das war bis vor wenigen Monaten nicht die Haltung der Ukraine. Die Ukraine hat das Projekt Nord Stream 2 vehement abgelehnt. Und sie hat gesagt, ihr dürft es nicht machen, weil dann der Gastransit durch die Ukraine zurückgestellt wird und am Ende vielleicht gar nicht mehr stattfindet. Wir wollen, dass durch die Ukraine russisches Gas nach Europa fließt. Warum? Weil sie überzeugt waren, dass solange russisches Gas durch die Ukraine fließt nach Europa, sie von Russland keinen Angriff zu befürchten hätten. Und deshalb der Widerstand gegen Nord Stream 2. Wir haben übrigens dann in meinem Ministerium und unter meinem Vorsitz 2019 im Dezember, kurz vor Weihnachten, ein Transitabkommen verhandelt, das noch bis 2025 läuft und den Ukrainern regelmäßige Einnahmen beschert. Nord Stream 2 haben wir, und das war richtig und notwendig, unmittelbar nach dem russischen Einmarsch, nach dem Beginn des Angriffskrieges von Herrn Putin auf Eis gelegt. Und es steht mir nicht zu, für die neue Regierung irgendetwas zu sagen, aber ich glaube, die Aussichten, dass zur politischen Lebenszeit der beteiligten Politiker in Ost und West dieses Projekt, das fertig gebaut ist, nochmal in Betrieb genommen wird, die sind mikroskopisch klein. Also ich würde darauf nicht wetten. Und ich würde es auch niemandem, den ich als Freund ansehe, empfehlen. Aber Tatsache ist auch, durch Nord Stream 2 ist noch kein einziger Kubikmeter Gas geflossen bisher, weil die Leitung erst fertiggestellt worden ist und noch nicht genehmigt war. Und trotzdem war es Herrn Putin offenbar ganz egal. War er bereit, 13 Milliarden Investitionen, zum Teil von russischen Unternehmen, von Gazprom und anderen, in den Wind zu schreiben, um diesen Krieg gegen die Ukraine führen zu können? Man muss es wissen, weil alle gesagt haben, ihr müsst nur Nord Stream 2 in Frage stellen und dann wird er schon zur Vernunft kommen und die Angriffe und den Krieg lassen. Von wegen. Wer sich in den Geschichtsbüchern verewigen will, in der Nachfolge der Zaren oder zumindest einiger Zaren, der beschäftigt sich nicht mit einzelnen Positionen in seinem Staatshaushalt, sondern für den sind andere Prioritäten maßgebend. Und deshalb, wenn jetzt einige, die sagen, wir könnten ja eigentlich auch Nord Stream 1 stilllegen, dann kommt ja das Gas immer noch nach Europa, aber es kommt dann komplett durch die Ukraine. Die Leitung dort ist übrigens groß genug. Und da sage ich, ja, das könnt ihr alles besprechen und machen. Aber warum sollte es ihn beeindrucken, wenn ihn schon die Nichtinbetriebnahme von Nord Stream 2 nicht beeindruckt hat? Und deshalb müssen wir die Frage stellen, und das ist, glaube ich, die entscheidende Frage, und die betrifft eben nicht nur Deutschland, die betrifft alle Staaten in Europa, weil alle Staaten in Europa Energieimporteure sind. Manche mehr und andere weniger. Die Schweiz hat viel Wasser, Österreich hat auch viel Wasser, andere Länder haben weniger Wasserkraft und importieren, so wie Deutschland, 70% des Primärenergiebedarfs in Form von Kohle, in Form von Öl und in Form von Gas und von Kernbrennstäben. Und das, meine sehr verehrten Damen und Herren, wirft eine ganze Reihe von Fragen auf, über die man reden muss. Wir müssen beispielsweise darüber reden, ob wir denn tatsächlich bereit sind, dann amerikanisches Fracking-Gas, von dem der grüne Teil der Bundesregierung bis vor wenigen Tagen noch behauptet hat, es sei klimaschädlicher als Braunkohle, aufgrund der Umstände von LNG-Gas, mit der Runterkühlung auf zweistellige Minusgrade, wie man damit umgeht, ob man das tut oder nicht. Und ich habe großen Respekt vor meinem Nachfolger Robert Habeck, der den Mut hatte, nach Katar und in die Vereinigten Arabischen Emirate zu fahren, um dort über die Frage von Gaslieferungen zu reden. Und es hat sich ja herausgestellt, dass wir in der Tat nicht abhängig waren von russischen Gasimporten, denn ein Land wie Deutschland, ein Land wie die Schweiz mit einer Wirtschaft in dieser Stärke, wir finden immer Länder, die uns das LNG-Gas liefern.
wenn auch zu höheren Preisen. Das war eigentlich nie das Problem. Wir haben, als wir uns damals mit der Administration Trump auseinandergesetzt haben, beschlossen, wir bauen zwei LNG-Terminals. Eins in Wilhelmshaven an der Nordsee und eins in Brunsbüttel in Schleswig-Holstein. Beide sind noch nicht in Betrieb genommen worden. Warum? Weil niemand Kapazitäten buchen wollte. Weil die Wirtschaft sagte, wir kaufen das Gas dort, wo es am günstigsten ist. Und das war das Pipeline-Gas und nicht das LNG-Gas. Und weil Katar und andere sagten, wir sind doch nicht so dumm und buchen Kapazitäten und nachher bringen wir unser LNG-Gas und niemand in Deutschland möchte es haben. Das war und ist die wirtschaftliche Realität. Nun hat sich vieles geändert, vielleicht auch Gott sei Dank. Und wir reden über diese Fragen. Ich bin Robert Habeck auch sehr dankbar, dass er deutlich gemacht hat, dass man dann auch mit Regierungen reden muss, die vielleicht nicht so demokratisch sind wie die Schweiz, Frankreich oder Deutschland. Und das ist der Fall von Katar, das ist der Fall der Vereinigten Arabischen Emirate. Ich kann mich erinnern, wie ich kritisiert worden bin, als ich sagte, wenn wir einen Teil unserer importierten Energie in Zukunft weiter importieren müssen, aber klimaneutral machen müssen. Wir wollen in Deutschland 2045 klimaneutral sein, die ganze EU in 2050. Und ich halte das für richtig und für notwendig. Dann müssen wir auch bereit sein, grünen Wasserstoff in Saudi-Arabien, in Katar und in den Vereinigten Arabischen Emiraten zu kaufen. Weil die dort die Möglichkeiten haben, den sehr schnell und in sehr großen Mengen herzustellen. Und die suchen alle ein Geschäftsmodell für die Zeit, wenn sie ihr Öl und ihre Kohle in der Erde lassen müssen. Da bin ich kritisiert worden, dass es unmoralisch sei, mit solchen Ländern Geschäfte zu machen. Und als Ökonom würde ich mich die Frage stellen, wie definiert man eigentlich Abhängigkeit? Wenn 10% eines Bedarfs von einem bestimmten Land kommen, 20, 30, 40 oder 50, und wer entscheidet darüber? Wir haben weder in der Schweiz noch in Deutschland ein Bundesamt für Energie und Rohstoffe, das die Versorgung der Wirtschaft mit Rohstoffen regelt. Bis gestern hätte sich die deutsche Wirtschaft auch herzlich bedankt für einen solchen Vorschlag. Nicht mal ich habe den gemacht. Ja, und ich komme nachher noch auf das Thema Industriestrategie zu sprechen. Ich glaube auch nicht, dass der Staat berufen ist, zu entscheiden, wie viel Kobalt, wie viel Nickel, wie viel seltene Erden, wie viel Lithium und andere Rohstoffe wir zu welchem Zeitpunkt wo benötigen. Und deshalb muss über diese Frage diskutiert werden. Ich glaube, dass wir dann immer noch die ganz große Frage haben, ob wir aus Solidarität mit der Ukraine tatsächlich zum jetzigen Zeitpunkt einen Boykott verhängen. Ich bin als ehemaliges Regierungsmitglied nicht berufen, der neuen Regierung Ratschläge zu geben. Ich fühle mich im Übrigen in all diesen Fragen gut von meiner Regierung vertreten. Aber darüber müssen die Europäer untereinander reden. Und ich will nur zwei Aspekte erwähnen, die da eine Rolle spielen. Sie in der Schweiz und wir in Deutschland können uns das Gas noch ganz lange leisten. Ob unsere Wirtschaft sich das auf Dauer leisten kann, ist eine andere Frage, aber die berührt mich im Augenblick nicht. Wenn aber die Russen ihr Gas nicht mehr loswerden, weil die Pipeline zu China zwar geplant, aber nicht gebaut ist, dann wird dieses Gas, was bisher auf dem Weltmarkt zur Verfügung stand, nicht mehr genutzt werden können. Und wenn der Bedarf nicht drastisch zurückgeht, wird es bedeuten, dass die Preise weiter drastisch steigen werden. Wir werden unsere Mengen kaufen können. Aber es wird dann ein Verdrängungswettbewerb sein. Und wenn Sie mich fragen, wen trifft es denn dann, habe ich eine ganz klare Vermutung, nämlich aller Voraussicht nach die Länder in Afrika, die sowohl durch die Ausfälle von Getreidelieferungen aus der Ukraine betroffen sind, wie enorm betroffen sind als Schwellenländer und Entwicklungsländer von der enormen Verteuerung der Energie weltweit. Darüber müssen wir reden und auch über einen anderen Punkt. Als Putin damals die Krim annektiert hat und den Donbass infiltriert hat und mit Waffen versorgt hat, da haben wir dafür gesorgt, dass die Ukraine im Winter nicht von russischer Gaszufuhr abgeschnitten war. Warum? Es gab den Transit
von Russland über die Ukraine und Polen nach Deutschland, der war nie in Frage gestellt, weil Putin sich gehütet hat, an der Zuverlässigkeit gegenüber Westeuropa einen Zweifel aufkommen zu lassen. Und wir haben dann aber die Situation gehabt, dass das Gas für die Ukraine nicht oder nur zu unverschämt teuren Preisen geliefert wurde. Daraufhin haben wir im Winter 2014, 2015 und in jedem Jahr seither die Versorgung der Ukraine gemeinsam mit der EU-Kommission über sogenannten Reverse Flow sichergestellt. Das Gas kam aus Russland nach Deutschland, dann wurde ein Schalter umgelegt und es wurde zurückgeschickt über Polen in die Ukraine. Seit einigen Jahren hat man mit Billigung von Gazprom eine Lösung gefunden, dass das Gas in der Ukraine in großen Speichern aufgefangen wird, von dort nach Deutschland weitergeht und ein Teil gleich von diesen Speichern in das ukrainische Gasnetz geht. Im vorletzten Jahr 2020 immerhin 16 Milliarden Kubikmeter Gas, die auf diese Art und Weise die Energieversorgungssicherheit in der Ukraine gewährleistet haben. Und deshalb, das ist keine Festlegung, wie wir handeln. Für mich sind die Argumente der Ukraine jetzt in der großen Not außerordentlich wichtige. Aber es ist ein Plädoyer dafür, dass wir über diese Dinge nachdenken und nicht glauben, im Sinne von Aktivisten, die Flugblätter verteilen und Petitionen mit Unterschriften sammeln, diese Fragen entscheiden zu können, die allesamt ganz konkrete Auswirkungen haben. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es wird dann auch gesagt, wir hätten viel früher die Erneuerbaren ausbauen müssen. Ja, ich habe als Wirtschaftsminister sogar ein Mea Culpa gemacht vor 2 Jahren und habe gesagt, wir alle haben diese Fridays for Future-Bewegung unterschätzt. Wir gingen davon aus, dass wir mit unseren Klimazielen für 2050, das war damals 80% Reduktion von CO2-Emissionen, Helden wären. Und haben die jungen Leute uns gesagt, dass damit die Kipppunkte nicht vermieden werden für den Permafrost und der Klimawandel unumkehrbar wird. Und irgendwann haben wir gesagt, ja, ihr habt recht, wir müssen ehrgeiziger werden. Aber niemand, den ich kenne, der von Energie auch nur das Geringste versteht, ist der Auffassung, dass wir in Europa oder in Deutschland 100% unseres Primärenergiebedarfs selbst produzieren könnten. Ich habe das vorhin gesagt, wir sind zu 70% von Importen abhängig. Wir können den Strombedarf, wenn wir gut sind, bis zum Jahre 2045 zu 100% aus erneuerbaren Energien decken. Aber dann haben Sie die ganzen anderen Bereiche von der Gebäudewärme über den Verkehr und alles und die Industrie natürlich, die in weiten Bereichen mit Gas arbeitet. Früher mit Kohle, dann mit Gas. Und das alles hat dazu geführt, dass die Dinge so entstanden sind, wie sie entstanden sind. Und dann, meine Damen und Herren, dass wir heute viel mehr Gas aus Russland importieren als vor 20 Jahren, hat natürlich auch einen ganz klaren Hintergrund. In Deutschland ist die Produktion von Erdgas um über die Hälfte eingebrochen, weil die Menschen nicht mehr einsehen, dass ihre Vorgärten von Erdbeben und Rückwirkungen des Gasabbaus betroffen sein sollen. Das Fracking-Gas, was wir in Deutschland in großen Mengen haben, wird überhaupt nicht abgebaut, weil die Menschen sagen, es ist doch umweltschädlich und wir möchten nicht, dass unser Wasserhahn zum Bunsenbrenner wird. Und im Übrigen haben wir ähnliche Situationen in den Niederlanden, wo der Abbau des Gases im Bereich der Nordsee für Erdbeben in den Niederlanden sorgt. Und der Konsens zerbrochen ist, dass man dieses Gas fördert. Und deshalb bekommen wir von dort kein Gas mehr. Und die britischen Reserven gehen zur Neige. Die einzigen, die noch auf längere Zeit Gas haben, sind die Norweger. Und das reicht nicht aus, um ganz Europa damit zu versorgen. Diese Fragen müssen wir uns deshalb stellen. Und ich hoffe, dass Deutschland von einem Problemfall auch durch diese Ukraine-Krise mit zu einem Teil der Lösung werden kann. Denn, Sie haben das Wort bestimmt gehört, Zeitenwende. Wir haben in Deutschland innerhalb weniger Tage Dinge gemacht, die wir uns vorher jahrzehntelang nicht vorstellen konnten. Wir haben uns entschieden, 2% unseres Bruttoinlandsprodukts für die Bundeswehr auszugeben. Das haben wir in der Koalition 4 Jahre lang streitig behandelt und kamen nicht voran. Jetzt ist es Gott sei Dank möglich, 100 Milliarden für die nächsten Jahre für die Bundeswehr
für neue Beschaffungsmaßnahmen, für neue Reformen. Aber damit ist es natürlich nicht gemacht. Wollen wir in Zukunft eine Bundeswehr haben, ein Heer, eine Luftwaffe, eine Marine, die imstande ist, im Falle einer geostrategischen Bedrohung gemeinsam mit den europäischen Verbündeten die Sicherheit zu garantieren? Oder wollen wir das nicht? Denn bei dieser Zivilisationskatastrophe, ähnlich wie bei den Zivilisationskatastrophen 1914 und 1939, wäre es oder geht es ohne die Amerikaner nicht. Die Amerikaner haben den Ersten Weltkrieg mit für Europa gewonnen. Sie haben den Zweiten Weltkrieg für Europa gewonnen, gemeinsam mit der Sowjetunion. Und wir können vom Glück sagen, dass Joe Biden amerikanischer Präsident ist in dieser gefährlichen Situation. Denn jeder sieht ein, und das ist das einzig Kritische, was ich, nein, das ist gar nicht kritisch, aber das Einzige, was ich zur Schweizer Politik sagen würde, die Schweiz hat eine wunderbare Selbstverteidigung und ich habe einen riesen Respekt vor der Schweizer Armee, aber sie alleine wird die Defizite der deutschen, der niederländischen, der italienischen Armeen nicht ausgleichen können. Und deshalb, meine sehr verehrten Damen und Herren, müssen wir diese Zeitenwende nutzen, einmal darüber zu diskutieren, ganz positiv, welche Fähigkeiten brauchen wir denn? Spielen Panzerarmeen vielleicht doch noch einmal eine Rolle? Brauchen wir vielleicht mehr Panzerabwehrraketen? All das, was aus diesem Krieg zu lernen ist, muss in der Politik gemacht werden. Und da, meine sehr verehrten Damen und Herren, Zeitenwende. Ja, Robert Habeck hat eingeräumt, dass wir Gas brauchen. Fossiles Gas für eine Übergangszeit. Wir wollen grünen Wasserstoff aus erneuerbaren Energien, mittelfristig, langfristig. Aber es geht eben nicht von heute auf morgen, jedenfalls nicht zu Kosten, die irgendjemand auf dieser Welt bezahlen könnte. Und er hat eingeräumt, dass wir eben den Import von diesem Gas brauchen, weil es sonst nirgendwo herkommt. Und deshalb, meine Damen und Herren, wünsche ich mir, dass wir den Mut haben, jetzt auch eine Debatte zu führen über Prioritäten und Posterioritäten. Wir haben uns angewöhnt, in der Politik alles zur Priorität zu machen. Aber so einfach ist das Leben nicht. Ich komme darauf in 2 Minuten ganz am Schluss zurück. Eingeladen hatten Sie mich eigentlich zu ganz etwas anderem. Wirtschaften in Zeiten der Krise. Nun haben wir eine Krise, das stimmt. Insofern war der Titel, lieber Herr Mayer, weise und vorausschauend gewählt. Aber ich möchte einfach auch noch mal darauf hinweisen, dass ungeachtet der Ukraine-Krise die weltweiten disruptiven Veränderungen, mit denen wir es zu tun haben, weitergehen, zum Teil auch im beschleunigten Tempo weitergehen. Und ich will nur 3 erwähnen. Das eine ist die geografische Disruption. Wir hatten uns angewöhnt, über 200 Jahre, dass Europa und die USA das Zentrum der industriellen Wertschöpfung sind. Später kam Japan hinzu und Südkorea. Und nun kommt mit China und Vietnam, mit Indonesien, mit Indien, mit Bangladesch, kommen über 4 Milliarden Menschen hinzu, die diese Wertschöpfung machen, zum Teil auf einem Niveau, was hochtechnologisch konkurrenzfähig ist und auf den Weltmärkten einen enormen Vorteil hat gegenüber allen anderen. Wie gehen wir damit um? Einige haben gesagt, man muss darauf reagieren, indem man die Chinesen zurückschickt in die wirtschaftspolitische Steinzeit. Ich halte das ehrlich gesagt nicht für möglich. Zum einen aufgrund der Verflechtung unserer Volkswirtschaften und zum anderen, weil niemand ein Volk von 1,3 Milliarden Menschen davon abhalten kann, das zu machen, was in der amerikanischen Verfassung drinsteht, the pursuit of happiness, hart zu arbeiten, um wirtschaftlichen Mehrwert zu erzeugen. Und deshalb müssen wir überlegen, ob wir eine Chance haben, zu einer Weltwirtschaftsordnung zu gelangen, wo Regeln für alle gelten, und zwar auch dann, wenn das Bruttoinlandsprodukt in Asien um ein Vielfaches über dem in Europa und in den USA liegen wird. Sie als junge Menschen werden das erleben. Als ich in den Deutschen Bundestag kam, vor unendlich langen 27 Jahren, da war das Thema China und Wirtschaft keines, was die Leute beunruhigt hat. Als ich Umweltminister wurde, stellte ich fest, dass die Chinesen mit Dumpingpreisen und mit ihrem Fleiß und ihren niedrigen Arbeitslöhnen die komplette Produktion von Photovoltaik, Dachanlagen und Freiflächenanlagen monopolisiert haben.
Und dass die deutschen Firmen, die wir gegründet hatten, mit viel Unterstützung, nicht ich, sondern meine Vorgänger, reihenweise von der Bildfläche verschwanden. Und dann habe ich die EU-Kommission überzeugt, den Kommissar Karel van Miert, und habe gesagt, du musst zumindest mal ein Anti-Dumping-Verfahren einleiten und schauen, ob man da mit Zöllen arbeiten kann, weil wir hatten Zweifel, ob die zu ihren Gestehungskosten die ganzen Sachen liefern. Die wollten einfach den Weltmarkt erobern. Und da war die meisten meiner Kollegen völlig verständnislos und sagten, was machst du denn da? Außer Quietscheenten für die Badewannen und anderes Kinderspielzeug produzieren die doch nichts. Gönne ihnen doch die Photovoltaikanlagen. Und heute wissen wir, dass China eine wirtschaftliche Großmacht geworden ist. Nicht in allen Bereichen, aber in ganz vielen. Und ich habe mich sehr gefreut, dass einer der Teilnehmer heute Abend, den ich seit langem kenne und sehr schätze, einer der Intellektuellen dieses Landes, mich auf meine Industriestrategie angesprochen hat. Das ein Sündenfall war aus Sicht der Schweiz, aber aus Sicht meiner eigenen Kompatrioten mindestens ganz genauso. Ich habe mir nämlich die Frage gestellt, wie müssen wir uns denn in einer multipolaren, industriellen, globalisierten Welt für die Zukunft aufstellen? Werden wir automatisch immer vorne sein? Werden wir unsere Position behaupten können? Oder nachdem wir die Unterhaltungselektronik verloren haben, nachdem wir viele andere Bereiche verloren haben oder nie hatten, am Ende zurückgeworfen werden auf wenige Dinge. China hat eine Industriestrategie verabschiedet, Made in China 2025. Und da haben sie festgelegt, sie wollen 80% der Chemieprodukte herstellen. Indien stellt heute schon die große Mehrheit der medizinischen, pharmazeutischen Wirkstoffe her. China ist beim Stahl auf dem Weltmarkt unglaublich präsent. Sie haben alle ihre Eisenbahngesellschaften fusioniert, um Rolling Stock und Gleisanlagen und Signalanlagen in Afrika und anderswo im Rundum-Glücklich-Paketen an Diktatoren zu liefern für Hunderte von Milliarden von Euro und sich damit Absatzmärkte zu sichern. Und diese geografische Disruption kommt zusammen mit der technologischen Disruption. Wir waren immer stark bei den klassischen Ingenieurfächern. Aber jetzt geht es um Digitales. Es geht um Biotechnologie, Biotech. Es geht Plattformen. Es geht um autonomes Fahren. Sind wir da immer noch so stark? Sind wir immer noch vorneweg? Oder sind wir nicht in vielen Bereichen abgehängt? Über diese Fragen müssen wir diskutieren und Antworten finden. Ich habe versucht, Antworten zu geben. Zum Beispiel, dass wir eben nicht alte Industrien subventionieren, aber für hochinnovative Projekte Zuschüsse vorsehen, wie sie in anderen Teilen der Welt seit langem gang und gäbe sind. Für Batteriezellfertigung, die in großem Stil jetzt nach Europa und Deutschland zurückkehrt. Für grünen Wasserstoff, für die Fertigung von Mikroprozessoren, wo wir zurückgefallen sind auf 9% des Weltmarktes und jetzt wieder aufschließen wollen bis hin zu 30%. Und deshalb, meine Damen und Herren, mein allerletzter Punkt ist, die Kanzlerin hat gesagt, in einer Rede in Trudering in München 2017 vor dem Hintergrund, dass Trump nicht bereit war, sich international zu engagieren. Wir Europäer müssen unsere Zukunft ein Stück weit in die eigene Hand nehmen. Die Reaktion darauf war im europäischen In- und Ausland auch bei uns gleich null. Einige haben gesagt, wow, was für eine intellektuelle Rede und sind anschließend zur Tagesordnung übergegangen. Aber die Frage, was es bedeutet, wenn man für die Sicherheit in der Ukraine, für die Sicherheit im Bereich Kleinasien, Türkei und Griechenland und im nördlichen Afrika Verantwortung trägt, weil andere diese Verantwortung nicht mehr übernehmen, diese Frage haben wir bis heute nicht beantwortet. Und deshalb brauchen wir eben diese Debatte über die Prioritäten und Posterioritäten, die ich angeregt habe. Und wir sollten nicht glauben, dass wir alles bezahlen können mit Geld, was nicht vorhanden ist. Ich sage das deshalb, weil ich hier in der Schweiz bin und weil ich weiß, dass die Schweiz sehr großzügig sein kann und von Geld viel versteht, aber bisher noch nie auf den Gedanken gekommen ist, es sei unendlich. Und wir haben in der Eurokrise mit Manuel Draghi, damals Präsident der Europäischen Zentralbank, den Whatever it takes Approach gemacht. Wir haben die Bazooka auf den Tisch gelegt. Es hat funktioniert. Wir haben aber auch unglaubliche Mengen an Staatsverschuldungen durch die EZB aufkaufen lassen.
Wir haben in der Corona-Pandemie, das war Olaf Scholz und gemeinsam mit Peter Altmaier, eine Whatever-it-takes-Politik gemacht, denen die anderen Europäer gefolgt sind, weil wir nicht wollten, dass dieses fürchterliche Virus die gewachsenen, seit Jahrhunderten gewachsenen Strukturen unserer Wirtschaft zerstört. Und auch das hat funktioniert. Und jetzt schon wieder, whatever it takes, wie oft denn noch und bei wie vielen Gelegenheiten. Und deshalb war ich tief beeindruckt, als François Villeroy de Gallo, der Gouverneur der Banque Centrale de France, erklärt hat, dies ist jetzt kein Anlass für eine erneute whatever it takes Politik, sondern wir müssen bereit sein, Prioritäten zu setzen und das heißt dann auch liebgewordene Gewohnheiten in Frage zu stellen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich hätte gerne kürzer geredet, wenn mir das Herz nicht voll gewesen wäre und wenn ich nicht das Gefühl hätte, dass vieles von dem, was wir in 180 oder 320 Zeilen in Twitter hineinquetschen können, nicht hinreichend differenziert ist, um dem gerecht zu werden, dem wir uns gegenübersehen. Aber dafür haben wir Sie alle. Sie, die Sie Verantwortung tragen in der Wirtschaft und in der Verwaltung, in der Politik und vor allen Dingen die jungen Menschen unter Ihnen, die den Staffelstab übernehmen werden. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit, freue mich auf Ihre Fragen und wünsche Ihnen und uns allen alles Gute für die Zukunft. Dankeschön. Dankeschön. Vielen Dank, lieber Herr Altmaier, für diese außerordentlich starke analoge Präsenz. Wir hatten Sie erwartet, aber Sie haben das noch übertroffen. Dank auch für Ihr Lob an unsere Armee. Wir sehen das selbst ein bisschen kritischer. Aber Sie haben tatsächlich recht, wenn die Schweizer Armee in der NATO integriert wäre, wäre deren Wehrkraft deutlich höher. Das ist natürlich auch ein kleiner Vorwurf an Deutschland. Aber wir wollen jetzt... Zu Recht. Ja, ajuste Titel. Danke. Wir wollen jetzt aber in die Diskussion einsteigen, meine Damen und Herren. Bitte benutzen Sie die Chance, Herrn Minister Altmaier zu fragen oder auch herauszufordern. Kurze Sie Fragen. Sie können ja immer drei zusammennehmen. Ja, vielleicht, genau, machen wir das so. Drei Fragen zusammen und dann kommt die Replik. Also, bitte sehr. Ja. Vielen Dank. Sie haben gesagt, dass es notwendig sei, dass der Staat diese hochinnovativen Zukunftsindustrien subventioniert. Woher nehmen Sie die Überzeugung, dass der Staat in der Lage sein wird, die richtigen Technologien zu identifizieren, dass das Geld da nicht verschwendet ist? Das ist eine sehr gute schweizerische Frage. Ja. Nächste Frage bitte. Ja, bitte hier. Die Herstellung von erneuerbaren Energien erzeugen auch viel CO2. Bietet die Atomenergie nicht vielleicht doch in der Zukunft vielleicht einen Teil der Lösung? Das wird ja jetzt wieder aktuell sogar in Deutschland diskutiert. Und jetzt noch die dritte im ersten Paket. Wer möchte sich da äußern? Nehmen wir mal die. Ja. Also die erste Frage, ganz herzlichen Dank dafür. Sie haben natürlich recht, dass die Überlegenheit der Marktwirtschaft darin besteht, dass sie zu einer optimalen Ressourcenallokation annähernd beiträgt. Ja, weil nämlich die Marktteilnehmer, die sich irren, verschwinden vom Markt und die, die sich nicht irren, die haben Erfolg. Und so kommt es dazu, dass Kapital und Arbeit und Produktion am Ende dann zu den günstigsten Bedingungen stattfinden. Das ist die Theorie. Ich glaube, die funktioniert auch. Aber wir hatten eben bei früheren disruptiven Veränderungen die Situation, wenn die Schiffswerft die Segelschiffe baute, riesige Ungetüme hochtechnologischer Provenienz, wenn die pleite machte, weil die Dampfschiffe kamen, die haben alle pleite gemacht, aber dann wurde das Dampfschiffwerk ein paar Kilometer weiter eröffnet und die Arbeiter gingen dorthin. Das Gleiche war, als die Pferdekutschen
eingemottet wurden und die Autos gebaut wurden, und bei allen anderen hochinnovativen Technologien. Und ich bin überzeugt, wir werden auch jetzt erleben, dass alte Arbeitsplätze wegfallen und neue entstehen. Nur wir haben zum ersten Mal nicht mehr die Garantie, dass für die Arbeitsplätze, die in Europa wegfallen, neue Arbeitsplätze in Europa entstehen und nicht vielleicht doch in Asien, in China, in Indien und in den USA. Das ist die Situation, der wir uns gegenüber sehen. Und ich will Ihnen ein Beispiel geben, das ist die Batteriezellproduktion. Früher hat man Batterien gebraucht für Taschenlampen. Warta war so ein Unternehmen, ist heute immer noch ein gutes Unternehmen. Aber diese Technologie war nicht anspruchsvoll und deshalb ist sie abgewandert nach Asien, nach Südkorea, nach Japan und nach China. Jetzt stellen wir fest, wie Elon Musk es gesagt hat, dass alles mit Batterien fliegt, perspektivisch sogar Flugzeuge, Autos sowieso, Bohrmaschinen, Staubsauger, alles. Und dass die Wertschöpfung dieser Gegenstände zu einem großen Teil auf der Batterie beruht, als dem wertvollsten Teil der ganzen Veranstaltung, und dass wir in Europa keinerlei Kompetenzen hatten. Und nun sagen Sie zu Recht, zunächst einmal, ja, wie kommen Sie denn dazu, Herr Altmaier, dass man das ändern kann, dass das richtig ist. Also, dass es richtig wäre, habe ich mir schon gedacht, weil zum Beispiel bei einem Auto, die Deutschen können Autos bauen, das wird uns, glaube ich, nicht bestritten, bei den Verbrennern jedenfalls ist das so, und wir haben 80% des Oberklassesegmentes mit unseren BMWs und Mercedesen und Audis besetzt weltweit, das ist hochspannend. So, nun muss man nur wissen, bei einem elektrischen Auto ist die Wertschöpfungstiefe ein Drittel geringer. Und von den zwei Dritteln, die übrig bleiben, ist der wertvollste Teil die Batterie. Hm. Und dann können Sie sich vorstellen, was an Wertschöpfung in Deutschland noch bleibt. Wenn die Batterie aus Asien kommt und die Wertschöpfungstiefe geringer ist, dann können wir noch die Ledersitze herstellen und vielleicht die Heckscheibenheizung. Aber damit können Sie ein Industrieland nicht in seinem Kern und in seinem Wesenskern erhalten. Und deshalb habe ich aber nicht gesagt, wir machen jetzt eine staatliche Batteriefabrik und produzieren das. Ich habe nur gesagt, ich weiß, diese Diskussionen sind geführt worden in vielen Unternehmen. Einige haben gesagt, es wäre gut, andere haben gesagt, es wäre schlecht, keiner hat sich getraut. Und dann hatte ich zu Beginn meiner Amtszeit, Herr Scholz hat nicht aufgepasst, der war der Finanzminister, und eigentlich hätte ich all das Geld, was meine Vorgänger Gabriel, Sigmar Gabriel und Frau Zypris nicht ausgegeben haben, zurückgeben müssen. Und ich habe dann mit dem Staatssekretär Gatzer vereinbart und gesagt, du, pass mal auf, ich bräuchte eine Milliarde, um Batteriezellproduktion zu fördern, im europäischen Maßstab. Und dann kam ich mit einem großen Unternehmen in Konflikt, das war nämlich Bosch, die sagten, Herr Altmaier, Sie wissen doch, wir bauen keine Batteriezellen, wir sind ausgestiegen. Da sagte ich, ja, ich möchte Sie auch gar nicht bekehren. Ich möchte das Geld allerdings denen geben, die es machen wollen. Und dann kam Peugeot mit Opel, Kaiserslautern und Frankreich und haben gesagt, wir machen das, wir haben Total und Saft, wir können das. Dann kam Warta, dann kam die BASF mit Grünheide, dann kam Elon Musk mit Tesla. Peter, can I touch the money? Habe ich gesagt, ja, aber nur wenn du ein First Mover bist, wenn du die höchsten Technologieanforderungen machst, die es überhaupt gibt. Jetzt baut er die Fabrik, aber weil sie nicht so schnell fertig wird, macht er den First Mover in Texas und verzichtet freiwillig auf die Subvention. Aus der 1 Milliarde sind 3 geworden, weil alle sich danach reißen und auch Mercedes sagt, sie brauchen eigene Batterien und das jetzt in einem Joint Venture mit einem anderen Unternehmen, ich will Ihnen die Details ersparen, tut. Das heißt, manchmal müssen Sie etwas ins Schaufenster stellen und abwarten, was passiert. Und wenn es niemanden interessiert, und dann war es offenbar nicht wichtig und nicht richtig, grüner Wasserstoff ist eingeschlagen wie sonst irgendetwas. Und wir werden bei den Chips in Deutschland die größte Auslandsinvestition von Intel haben mit 15 Milliarden, die wir natürlich kofinanzieren müssen, weil sie sonst nie ein Argument gehabt hätten, nach Europa oder nach Deutschland zu gehen. Wir werden von TSMC aus Taiwan eine Investition haben, die nicht viel niedriger ausfallen wird. Und wir haben alleine in Dresden über 20.000 Arbeitsplätze von Global Foundries, von Bosch und von vielen anderen. Und alle sind bereit zu investieren und zu sagen, wenn ihr uns helft.
Und wenn ich einen Punkt für die Deutsch-Schweizer Kooperation sagen darf. Bitte. Weil die Schweiz im pharmazeutischen Bereich führend ist, sehr führend ist. Und wir feststellen, dass auch dort disruptive Entwicklungen stattfinden, ausgelöst durch CRISPR-Cas, das ist eine Technologie mit einer Genschere, die es uns ermöglicht, mRNA-Produkte herzustellen, nicht nur zum Impfen, auch in der Krebsbehandlung und anderswo. Das wird eine Basisinnovation. Und die Frage ist, geht die nur nach USA, macht das nur Pfizer, geht sie nur nach Asien oder schaffen wir es hier ein Center of Excellence zu etablieren mit Tausenden von Arbeitsplätzen, die davon abhängig sind? Wäre mehr als wünschbar. Ich habe die Kanzlerin überzeugt damals und die Kanzlerin hat dann eine Telefonkonferenz mit Frau von der Leyen und Herrn Macron, mit Bruno Le Maire und mit mir eingeleitet und wir haben die ersten Schritte definiert. Und ich könnte mir vorstellen, dass das etwas ist, wo die Schweiz auch führend tätig sein kann, denn ich bin jetzt Rentner. Und was ich zu diesen Dingen sage, muss niemanden mehr interessieren. Aber Sie alle haben noch eine sehr lebhafte und gesunde Industriestruktur in diesem Bereich und ich würde mir wünschen, dass das auch in Zukunft so bleibt. Hier werden auch originelle Rentner gehört. Aber jetzt noch die zweite Sache mit der Atomkraft. Ach so, Entschuldigung, die Atomkraft. Ja. Wissen Sie, das wird ja auch überall so sein, wie Sie es gesagt haben. Vermutlich nur nicht in Deutschland. Das war schon immer so die letzten 30 Jahre. Die Atomkraft war in Deutschland, anders als in der Schweiz, in Frankreich, Großbritannien, USA, das gesellschaftliche Spaltungsthema schlechthin über 40 Jahre. Über 40 Jahre. So, und es war die Geburtsstunde der Grünen Partei. Wären die Grünen nicht 1978 entstanden, sondern im Jahre 1998, hätten sie den Klimaschutz zu ihrem Gründungsmythos gemacht. Und dann würden wir nicht aus der Kernkraft aussteigen, sondern wären früher aus der Kohle ausgestiegen. So, es ist allerdings so, dass meine Partei, auch mit meiner Unterstützung, im Jahre 2009 im Wahlkampf gesagt hat, wenn wir gewählt werden, werden wir die Laufzeiten der Kernkraftwerke verlängern um einige Jahre. Und wir sind gewählt worden mit der FDP, die das auch gut fand. Wir haben das gemacht 2010 im Herbst und ein halbes Jahr später ist Fukushima passiert und seither haben wir in Deutschland eine Mehrheit von stabil 70% gegen Kernenergie. Und wir haben den Ausstieg dann, den wir machen mussten, weil der Ministerpräsident eines benachbarten Bundeslandes unter anderem auch Landtagswahlen hatte, kurz darauf. Wir haben diesen Ausstieg dann genutzt, um zu sagen, wir machen das jetzt im Konsens. Wir haben das Endlagersuchgesetz im Konsens gemacht, das Asselgesetz im Konsens gemacht. Wir haben die Rückstellungen der Kernkraftwerksbetreiber auf den Staat übertragen im Konsens. Und ich sage Ihnen, wenn Sie das ändern wollen in Deutschland, müssen Sie mit den Grünen reden. Ich werde diesen Konsens nicht aufkündigen, denn der Konsens ist ja gemacht, weil die Kernkraft mit ihren Ewigkeitslasten uns noch eine Ewigkeit beschäftigen wird. Und dann können Sie nicht alle zwei Jahre rinnen die Kartoffeln, raus aus die Kartoffeln. Zumal es so ist, dass ein großer Teil unserer Kernkraftspezialisten, die wir immer hatten, wir waren das Powerhouse der kernenergetischen Kompetenz von Ingenieuren in Europa lange Zeit. Die meisten sind jetzt schon unter Vertrag in der Schweiz, in Finnland, in Großbritannien und anderswo und in Frankreich. Weil sich die Unternehmen gesagt haben, das wird in Deutschland nicht mehr funktionieren. So, ja. Das ist das, was ich dazu sagen kann. Aber ich weiß natürlich nicht, wenn Sie mich gefragt hätten, wird Robert Habeck seine erste große Auslandsreise nach Katar machen, hätte ich das, sagen wir mal, jetzt nicht für die wahrscheinlichere Variante gehalten. Insofern ist es halt eben der Beginn einer Debatte. Und das Hauptproblem ist halt eben, wenn Sie ein neues Kernkraftwerk bauen, dauert es 25 Jahre, bis es in Betrieb genommen wird. Das kann sich dann immer noch lohnen, aber es ist nicht das, was uns die Probleme im Hier und Jetzt und in den nächsten zwei, drei Jahren löst. Und da verspricht Macron natürlich auch mehr, als er dann wirklich halten kann im Sinne der Nachhaltigkeit der Energieversorgung. Aber immerhin, Frankreich hat da natürlich eine ganz andere Philosophie. Die Schweiz ist Frau Merkel gefolgt mit unserer Energieministerin. Darf ich da noch ein Bonmot zum Besten geben? Ja, bitte, unbedingt. Ich hatte eine gute Freundin, das war die französische Umweltministerin Delphine Bateau, als ich ebenfalls Umweltminister war. Und dann hat sie mich eingeladen in die Assemblée Nationale zum Umwelt- und Energieausschuss.
und dann durfte ich vortragen über die deutsche Energiewende, die fand sie gut. Und dann fragte mich ein Abgeordneter der konservativen Seite, Herr Altmaier, sagen Sie mal, was werden Sie denn jetzt machen, wenn Sie unseren Atomstrom zu teuren Preisen importieren müssen, weil Sie ja die Atomkraftwerke alle abgeschaltet haben? Und dann habe ich gesagt, naja, wir freuen uns schon, wenn wir den Atomstrom haben. Der ist nur in zwei Zeiten nicht verfügbar, nämlich im Sommer und im Winter. Im Sommer nicht, weil dann das Loiretal trocken fällt und es nicht genug Kühlwasser gibt. Und im Winter nicht, weil die Franzosen im Midi im Süden alle mit Elektroheizungen heizen und dann der Strombedarf wesentlich größer ist. Ansonsten im Herbst und im Frühjahr nehmen wir ihn sehr, sehr gerne. Und das, was eben viele nicht gesehen haben, ist, dass wir in Deutschland mit der Kernenergie, aber auch jetzt, wo fast alle abgeschaltet sind, immer noch netto Stromexporteur sind und nicht Stromimporteur, wo wir keine Wasserkraft haben und wo wir kaum noch Kernkraft haben, weil wir eben in diesem Bereich durch die Kohlekraftwerke und durch die erneuerbaren Energien so viel geleistet haben. Das ist auch so ein Beispiel für die Cancel Culture, die wir haben. Ich rede da mit jungen Leuten im Klimaschutz, die sind alle, haben hohe Ideale. Und dann sagen sie, wir haben ja riesen Fehler gemacht, dass wir nicht schnell genug ausgebaut haben. Meine Damen und Herren, wir haben in Deutschland den Anteil der erneuerbaren Energien in der Stromversorgung in meinen 10 Jahren als Minister, 9,5 waren es, um genau zu sein, mehr als verdoppelt. Von 21% auf 43% an der gesamten Stromversorgung. Das hat kein anderes Industrieland geschafft. Aber noch viel schneller werden sie es nicht tun, ohne disruptive Preise zahlen zu müssen, die dann am Ende dazu führen, dass sie mit dem Verlust von Wettbewerbsfähigkeit bezahlen müssen. Absolut, das ist so. Vielleicht noch eine letzte Frage zurück zum Anfang und zur Tragik unserer Gegenwart. Was ist in Ihren Augen das Best-Case-Szenario im Konflikt um die Ukraine und was ist das Worst-Case-Szenario? Naja, es gibt drei Szenarien, die ich sehe. Das eine ist, dass es in irgendeiner Weise zu einer Änderung der russischen Politik kommt. Das kann dadurch geschehen, dass unsere Sanktionen wirken. Disclaimer, soweit ich zurückdenken kann, haben noch nie Wirtschaftssanktionen am Ende zu politischen Verhaltensänderungen geführt, Klammer zu. Sie waren oftmals notwendig, um auch die Werte deutlich zu machen, die wir vertreten. Aber sie haben eben nicht diesen anderen Zweck erzielt. Das könnte relativ schnell gehen. Es gab ja auch mal Überlegungen, ob die Oligarchen das alles sich so gefallen lassen, wenn ihre Yachten und ihre Fußballclubs konfisziert werden. Das können wir nicht entscheiden, weil wir die Situation in Russland nicht kennen. Aber ich weiß auch, dass das große russische Volk auch enorm leidensfähig ist und immer leidensfähig war. Es gab dort in 60 Jahren Sozialismus kein Aufbegehren gegen die KPdSU und es gab auch trotz aller Opposition und guten Aktionen nicht wirklich in der Bevölkerung ein großes Aufbegehren gegen diesen Krieg jetzt. Das wäre aber immerhin noch the best case. Das zweite ist das, was ich sozusagen als die second best option ansehen würde. Das wäre, dass wir zu einem, nicht Frieden, aber zu einem Verhandlungswaffenstillstand kommen. Da wird ja drüber gesprochen. Die Ukraine ist jetzt auch bereit, auf die NATO-Mitgliedschaft zu verzichten, mit dem schlagenden Argument, wir haben es ja seit 2008 eh nicht geschafft, NATO-Mitglied zu werden. Ich halte das für einen sehr tapferen Vorschlag von Herrn Zelensky. Und die Frage ist, ob Herr Putin darauf eingeht, weil er so große Verluste hat und unter Druck ist. Ich würde mir das wünschen. Dann hätten wir zwar wahrscheinlich immer noch Geländegewinne der russischen Armee an den Grenzen der Ukraine, aber jedenfalls wäre die Ukraine als souveräner Staat in ihrer im übergroßen Teil ihrer Integrität gewahrt. Und das Dritte, was ich mir nicht ausmalen möchte, ist, dass es ein Drama wird ohne Ende. Das möchte ich gar nicht mit Beispielen versehen. Ich glaube, jeder von Ihnen kann sich vorstellen, was das bedeutet. Und insofern fehlen mir einfach die Worte. Und die einzige Hoffnung, die ich habe, ist,
dass man eine Lösung findet. Es ist in der Politik übrigens oft so, dass die kleinen Zugeständnisse zu Anfang sehr, sehr schwer sind, weil man nicht über den Schatten springen will. Und es gab ja mal einen Waffenstillstand von Minsk, der dann nicht umgesetzt worden ist, weil beide Seiten etwas ganz anderes darunter verstanden hatten, als in den Verhandlungen in Minsk seinerzeit. Ich glaube, heute wäre vielleicht Herr Putin froh und auch die ukrainische Regierung froh, wenn man damals den Mut gehabt hätte, diese Vereinbarungen umzusetzen. Aber es ist eben nicht passiert. Und da trifft uns natürlich auch die Verantwortung, weil wir als Europäer eigentlich eine geostrategische Verantwortung haben für das, was in der Ukraine und hinter der polnischen Grenze passiert. Aber ich habe halt eben die Erfahrung gemacht, Politik kann ganz viel, aber sie ist nicht multitaskingfähig. Sie kann nicht mehr als zwei Probleme zur gleichen Zeit lösen. Und als wir alle mit Corona beschäftigt waren, haben wir uns eben weniger um die Ukraine gekümmert. Und als wir alle mit der Flüchtlingskrise beschäftigt waren, haben wir uns weniger mit der Ukraine gekümmert. Und genau das ist jetzt das Problem. Und deshalb müssen wir auch darüber nachdenken, wie wir in Zukunft schneller entscheiden können. Denn wenn ich einem Aggressor damit drohe, dass die Europäische Union sich auf eine gemeinsame militärische Antwort verständigt, dann wird er sagen, da dauert das 5 Jahre oder 10 Jahre. Und dann wird er sich wieder hinlegen. Genau. Und genau das ist nicht das, was wir eigentlich brauchen können. Si vis pacem para bellum. Vielen Dank, Herr Altmaier, für diese absolut souveränen Ausführungen, diesen Tour d'Horizon, der uns vieles wieder in Erinnerung auch gebracht hat, von den Voraussetzungen her, aber auch die Problemlagen beleuchtet hat, mit denen wir uns beschäftigen in der Wirtschaft, in der Politik, aber natürlich auch im Sozialen und in der Verantwortung jeder einzelnen Bürgerin und jedes einzelnen Bürgers. Es gibt hier bei unserem Institut eine Tradition des Schenkens und Beschenktwerdens. Aber bevor wir das so abschließen, möchte ich noch ganz kurz darauf hinweisen, was uns in den nächsten Zeiten hier erwartet. Der nächste Vortrag ist von Francis Baron Patton. Patton war der letzte Gouverneur von Hongkong. Er wird über Probleme im asiatischen Raum sprechen. Da wird sicher auch neben Hongkong natürlich Taiwan zur Sprache kommen unter dieser neuen Beleuchtung der Ukraine-Krise. Dann Frau Professor Beuks, die kennen Sie wahrscheinlich. Das ist die Direktorin des Instituts für Geschichte und Ethik der Medizin und Chefin des Deutschen Ethikrats. Dann im Mai, die Zeit ist noch nicht festgelegt, kommt Kristalina Georgieva, Direktorin des IWF. Das wird wahrscheinlich auch hochspannend. Und zum Abschluss des traditionellen Programms hier an der Universität der Philosoph Markus Gabriel mit ein paar kritischen Anmerkungen zur Wokeness und Cancel Culture. Dann haben wir noch... mit dem Spezialformat im Studio der Swiss Re in Rüschlikon, die Verwaltungsratspräsidentin der FINMA, Marlene Amstad im Gespräch mit Katja Gentinetta, wie immer im Livestream und über Slido können Sie dann auch die Fragen stellen, die Frau Amstad beantworten wird. Und noch zwei Veranstaltungen, wie immer im Zusammenhang mit dem Literaturhaus Zürich, zuerst mit Lea Ippi und dann mit Nora Bosson. So, ich habe gehört, lieber Herr Altmaier, Sie sind Musikfreund, Sie sind Sportfreund, Sie machen auch Sport, leider viel zu wenig, haben Sie in einem Interview gesagt, Sie hätten Handeln zu Hause. Die haben wir Ihnen jetzt nicht mitgebracht, weil die doch dann das Gewicht des Autos noch ein bisschen mehr nach unten drücken würden. Aber Sie sind auch Bücherfreund und haben eine riesige Bibliothek. Hier ist ein Buch, das man absolut lesen muss. Jetzt spiegeln wir das mal ein. Vielleicht gibt es das auch noch im Screen. Die Welt verstehen. Das ist schon ein Titel, der absolut faszinierend ist. Ein Freund hat mir allerdings gesagt, ich lese das Buch gerne, aber ich verstehe die Welt immer noch nicht.
Da habe ich ihm gesagt, deshalb musst du dieses Buch lesen. Es sind 35 Beiträge aus der Geschichte des Schweizerischen Instituts für Auslandforschung. Da ist also die Hannah Arendt drin und der Ludwig Erhard und die Christine Lagarde und so weiter. Dieses wertvolle Werk ist übrigens inzwischen vergriffen, meine Damen und Herren. Gucken Sie mal im Google, wo Sie es noch finden. Es wird im Wert ununterbrochen steigen. Und in diesem Sinne, lieber Herr Altmaier, geistige Nahrung und eine Erinnerung an SIAF, aber Sie kommen ja eh wieder zu uns. Ganz herzlichen Dank. Ja. Ganz herzlichen Dank. Ja. Dankeschön.